Klingt auch unglaublich, ich kann Ihnen aber direkt verraten, die ist wahr. Es gibt einen Ort, an dem man Computerspielen studieren kann, um als Profi-Gamer richtig Geld zu verdienen. Gefunden haben wir diesen Ort in China. Dort gibt es die stärkste Gaming-Industrie der Welt mit einem Jahresumsatz von über 37 Milliarden Euro. Lu Daimeng will Profi-Gamer werden. Ein harter Konkurrenzkampf bei über 260 Millionen Gaming-Fans, allein in China. Er greift mich an! Hilfe, der macht mich fertig! Um seinen Traum zu verwirklichen, besucht der 18-Jährige die erste Berufsschule, die Zocken unterrichtet. Heute hat er eine ganz besondere Herausforderung vor sich. Ein Battle gegen einen Profi-Gamer aus Deutschland. Das ist das erste Mal, dass ich gegen einen Profi spielen darf. Wir sind alle schon ganz schön aufgeregt. Wir sind in Jinan an der Lanjiang Vocational School. Hier werden seit 8 Monaten 120 Schüler zu Profizockern ausgebildet. Ich muss erst mal ein Foto machen, das ist der Wahnsinn. Da ist selbst der Profi baff. Ja. Julian Dumler hat schon erreicht, wovon Lu bislang nur träumt. Unter seinem Kampfnamen Xio nimmt er seit 3 Jahren an E-Sports-Meisterschaften und Turnieren teil. Von Sponsoren und Preisgeldern kann der 21-Jährige gut leben. Heute wird der Profi für uns zum Schüler. Ich zeige dir dein Klassenzimmer. Komm mit. 3 Jahre dauert die Ausbildung. Lu gehört zu den ersten, die sie absolvieren. Das ist unser E-Sport-Club. Hier trainiert unter anderem unsere League of Legends Jugendmannschaft. Das Echtzeit-Strategiespiel League of Legends ist auch Julians Spezialgebiet. Die Schule verspricht, die Besten nach dem Abschluss an Profi-Spielclubs oder Firmen weiterzuvermitteln. Oh, wow. Wow. Es sind hier bestimmt 20 PCs oder so aufgebaut. Das ist einfach super. Klasse. Das ist sogar die gleiche Maus, die ich benutze. Der Battle Room bietet perfekte Arbeitsbedingungen für unseren Profi. Die wird Julian auch brauchen, denn hier will er später das Können von Lu auf die Probe stellen. Im Match Deutschland gegen China, Profi gegen Azubi. Ich bin schon etwas nervös. Ehrlich gesagt, sehr nervös. Doch erstmal beginnt der Unterricht. Von 8 bis 18 Uhr steht Pauken auf dem Plan. Und das 6 Tage die Woche. Erste Stunde des Tages, Theorie. Sieht erstmal aus wie in jedem deutschen Vorlesungssaal. Ohne einen einzigen Computer. Das Wichtigste ist bei mir, dass die Schüler alles rund um ihren Computer wissen. Es kann immer mal ein Fehler auftreten. Und sie müssen lernen, wie sie diesen beheben können. Auch über Leistung und Kosten der einzelnen Komponenten müssen Sie Bescheid wissen. 7.600 Euro kostet die Ausbildung. Durch die Hardwarekenntnisse können die, die es nicht zum Profi schaffen, trotzdem im Computerbusiness Fuß fassen. Ich hätte mir erwartet, dass das deutlich praxisbezogen ist, aber es ist einfach interessant zu sehen, dass hier alles wirklich so beigebracht wird, was man in keiner deutschen Uni beibringen würde. Also es ist schon echt eine coole Sache. Viele scheinen die Praxis jedoch kaum abwarten zu können. Doch auch in der nächsten Stunde bleibt der Computer erst einmal aus. Jetzt steht erstmal richtiger Sport auf dem Lehrplan. Denn die Gamer hier sind keine chipsessenden Faulpelze. Körperliche Fitness ist auch für einen E-Sportler enorm wichtig. Also das ist auf jeden Fall anstrengend. Die sind hier auf jeden Fall echt gut dabei. Erstmal 2 Kilometer warm laufen und den Kreislauf in Gang bringen. 12 bis 15 Stunden am Tag zu sitzen ist trotz ergonomischer Stühle ungesund für den Körper. Da die Gamer ständig dieselben Handbewegungen machen, drohen Verletzungen wie eine Sehnenscheidenentzündung. Im Profigeschäft ein Desaster. Dem wirkt die Schule mit Sportdrills entgegen. In Deutschland geht Julian deshalb regelmäßig ins Fitnessstudio. Man hat in Deutschland mehr so, man spielt halt viel, während man hier halt wirklich, das kommt ein bisschen militärischer rüber, also deutlich geordneter und strikter. Das ist aber auch irgendwo eine gute Sache, weil man braucht einfach eine ordentliche Anstrengung und einen ordentlichen Ausgleich, wenn man die ganze Zeit vor dem PC sitzt. Nach der Doppelstunde Sport müssen die Gamer erstmal wieder Kraft tanken. Julian und Lu machen sich auf den Weg in die schuleigene Kantine.
Die Schüler essen hier gratis und alle das Gleiche. Noch. Denn die Schule will die Kantine zur Motivation einsetzen. Besonders gute Schüler sollen dann besseres Essen bekommen. Ab und zu ein bisschen Geld bekommen die besten Schüler schon jetzt, auch zur Motivation. Gaming ist in China ein Riesengeschäft. Der Jahresumsatz der Gaming-Industrie liegt bei 37 Milliarden Euro. Die größten Spielehersteller der Welt kommen aus dem Reich der Mitte. Profi-Gamer werden hier gefeiert wie Superstars. Die Besten verdienen international durch Preisgelder bis zu 1 Million Euro im Jahr. Doch nur rund 5% schaffen es hier ins Profigeschäft. Ich will unbedingt Profi-Gamer werden. Ich gebe alles, um der Beste zu sein. Wenn das nicht klappt, will ich in die Spieleindustrie. Für viele traditionelle Chinesen käme eine Ausbildung ihrer Kinder in einer Gaming-Schule nie in Frage. Lu hat da mehr Glück. Meine Eltern unterstützen mich, weil sie wissen, dass das mein Traum ist. Sie haben mich zwar ständig gefragt, ob ich mir sicher sei, doch das bin ich. Deshalb durfte ich hierher kommen. Da Lus Elternhaus 2500 Kilometer entfernt ist, wohnt er wie viele andere in der Schule. Und hier lebt ihr? Wow, so eng. Ich meine, es ist halt echt wenig Platz für jeden Einzelnen, ne? Julian wohnt in Deutschland zwar auch mit seinem Team zusammen, doch hat jeder sein eigenes Zimmer. Allein dieses Zimmer hier, in dem 8 Leute leben, jeder von uns selber hat ein größeres. Also allein das sagt eigentlich schon alles. Das ist ein wahnsinniger Unterschied. 2 Stunden Pause sind rum und die zweite Doppelstunde steht an. Jetzt geht's endlich an die Rechner. Ich muss erst mal ein Foto machen, das ist der Wahnsinn. Im Praxisunterricht lernen die Schüler wichtige Taktikgrundlagen für ihre Spiele. In den ersten 45 Minuten steht ein Mehrspieler-Shooter auf dem Plan. Der Altersunterschied zwischen Schülern und Lehrern ist auffallend gering. Lehrer Wan Zihang ist wie Julian erst 21. Er war selbst Pro-Gamer und weiß, wie schnelllebig und hart das Business ist. Für mich ist die größte Herausforderung, dass die meisten Studenten sehr jung sind und das Leben noch nicht kennen. Sie nehmen das hier nicht ernst. Viele glauben, sie kommen nur her, um zu spielen und Spaß zu haben. Aber für uns Profis ist das ein harter Job und kein entspanntes Datteln. Jetzt können die Schüler ihre Lieblingsspiele spielen. Viele Neulinge müssen erst noch herausfinden, worin sie richtig gut sind. Danach fördert die Schule sie gezielt in dem Spiel, das ihnen am besten liegt. Zeugnis zum Bewerben gibt's am Ende keins. Die Schüler verlassen sich auf die Jobgarantie, die die guten Kontakte der Schule versprechen. Also ich würde mir schon gerne wünschen, dass man in der Zukunft in Deutschland auch so ähnliche Schulen hat. Man bekommt die Möglichkeit, Pro-Gamer zu werden, man hat eine vernünftige Ausbildung dafür, aber gleichzeitig werden einem halt die Alternativen nicht verschlossen. Und das ist gerade so ein bisschen das größte Problem in Deutschland, dass man halt einfach keine Sicherheit hat. Nach dem Unterricht ist es endlich soweit. Julian und Lu treten zum Wettkampf im Battle Room an. Auswärtsspiel für unseren deutschen Profi. In League of Legends nimmt bereits die Vorauswahl der Spielcharaktere, der sogenannten Champions, großen Einfluss auf den Spielverlauf. Ich bin richtig nervös. Unmöglich, dass ich ihn mit meinem Champion besiege. Oh mein Gott, der wird mich vernichten. So ein Mist. Jeder Champion des Action-Strategiespiels hat 5 spezielle Fähigkeiten, die geschickt eingesetzt werden müssen. Lu scheint das ganz gut drauf zu haben. Wie schlägt er sich? Gut. Schlägt sich echt gut. Blitzschnelle Reflexe und strategisches Denken sind das A und O, um die Basis des Gegners einzunehmen und seine eigene zu verteidigen. Der Drill der Gaming-Schule scheint Früchte zu tragen. Julians Verteidigung kommt ins Wackeln. Oh. Ey. Er hat mich besiegt, er hat gut gespielt. Ich war sehr nervös. Jetzt bin ich überglücklich, weil ich einen Profispieler besiegen konnte. Es war sehr stressig und meine Hände zittern. Beim nächsten Mal würde ich gerne mit wirklich 100% rangehen, weil ich bin nicht so rangegangen, weil ich nicht dachte, dass er echt so gut ist, wie er war.
Aber ja, sowas sagen nur schlechte Verlierer. Von daher, ich denke, also er hat echt gut gespielt. Okay. Ein faires Spiel und ein fairer Verlierer. Die erste Gaming-Schule der Welt scheint also eine echte Talentschmiede zu sein. Julian schenkt seinem neuen Gaming-Freund Lou noch sein Profi-Trikot. Am Ende des Tages ist es nämlich immer noch nur ein Spiel.